Schönheit ist relativ, so heißt es. Das gilt aber nicht für das umstrittene Online-Portal beautifulpeople.com. Die Flirt- und Kennenlernplattform wählt ihre Mitglieder nach ihrer vermeintlichen Attraktivität aus. Im vergangenen Jahr machte die Website Schlagzeilen, weil sie 5000 Mitglieder sperrte. Der Grund? Sie hatten zugenommen. Damit nicht genug, wurde ein sogenanntes Fruchtbarkeitsforum eingerichtet, angeblich aus selbstlosen Motiven, um die Menschheit schöner zu machen. Ob wir es mögen oder nicht, unsere Gesellschaft ist für attraktive Menschen offener und freundlicher. Und natürlich wollen Eltern für ihre Kinder das Beste. Das Fruchtbarkeitsforum ist eine Art virtuelle Samen- und Eibank. Die Mitglieder können ihre Spenden anbieten, für Männer und Frauen, die schöne Babys bekommen wollen. Das Konzept ist aus Sicht von Kritikern oberflächlich, aber das ficht den Geschäftsführer von beautifulpeople.com nicht an. Wenn Sie bei einer Samenspende die Wahl zwischen Brad Pitt oder Shrek haben, wählen Sie sicherlich Brad Pitt aus. Die Idee zu einer Eispende kam Lisa, als Freunde sich gegen Unfruchtbarkeit behandeln ließen. Ich dachte, ich weiß noch nicht, ob ich Kinder bekomme oder nicht. Also warum nicht? Warum nicht jemandem dieses Geschenk machen? Es ist so großzügig. Kritiker wenden ein, dass diese Großzügigkeit ihren Preis hat. Interessenten müssen sich an die Gesetzgebung der jeweiligen Länder halten. In den USA empfiehlt die Regierung eine Entlohnung für Samen- und Eispenden von $10.000. Andere Spenden können sogar Preise von $35.000 und mehr erzielen. Lisa sagt, das Geld interessiere sie nicht. Ich schaue da nicht so drauf. Wir regeln das, wenn es soweit ist. Die Betreiber von beautifulpeople.com sagen, jeder ist auf der Website willkommen, um nach Samenspenden zu suchen oder eigene anzubieten. Aber auch wenn es diesen Markt gibt, ist das keine Garantie dafür, dass die daraus entstehenden Babys alle schön werden.